Ja, wie komme ich zu den Fledermäusen? Also das ist eigentlich eher Zufall eigentlich passiert und ist eigentlich fast zeitgleich mit meinem Interesse für das Weißnasensyndrom passiert. Ich habe damals als junger Mann in einem Biosphärenreservat in meiner Heimat Zivildienst gemacht. Damals gab es noch Zivildienst. Und ja, da habe ich mich ganz viel mit wilden Tieren beschäftigt, auch mit Pflanzen. Und irgendwann kam mal ein Herr zu mir, das war der Bernd Ohlendorf, der ja auch mit draufsteht, und meinte, sag mal, hast du auch immer nachts Langeweile? Hast du eine Freundin? Und was will denn der von mir? Und dann meinte er, ja, also wenn du nichts vorhast, heute Abend, wir gehen Fledermäuse fangen. Kannst gerne mitkommen. Ja, und seit dem Zeitpunkt bin ich regelmäßig mit ihm mit gewesen. Fledermäuse gefangen, Fledermäuse gezählt in Winterquartieren, auch in Sommerquartieren. Und das hat mich so interessiert und fasziniert, dass ich dabei geblieben bin bis heute. Das war jetzt vor über 10 Jahren. Und ja, und also quasi gleich zu Beginn, als ich mit Fledermäusen angefangen habe, waren wir in Winterquartieren und dort habe ich dieses Weißnasen, also diese Weißnasenkrankheit zum ersten Mal gesehen. Aber ich zeige gleich, wie das aussieht. Das ist jetzt schon ja, 10 Jahre her und ich habe dann meine Bachelorarbeit darüber gemacht, habe dann dem Thema treu geblieben, habe dann später eine Masterarbeit darüber gemacht, hier bei Sébastien Pichmel, das ist ein Forscher aus Frankreich. Ja, und bin jetzt in den Endzügen meiner Doktorarbeit, die habe ich am IZW gemacht, also am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Und meine Betreuer sind dabei Christian Vogt und Gabor Zierjax. Deswegen habe ich die ja alle mit aufgezählt, um zu sehen, dass ich das nicht alles alleine mache, sondern ich da viel Unterstützung habe. Ja, das Weißnasensyndrom. Ich bin dabei geblieben, weil mich das eigentlich so schockiert hat. Komme ich jetzt? Bei mir steht der Bildschirm. Komme nicht weiter. Doch jetzt. Also, weil mich das damals so schockiert hat, dieses Thema, bin ich dazu gekommen, weil ich irgendwie unbedingt was tun wollte, was Nützliches tun wollte in meiner Abschlussarbeit auch und auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit und wollte irgendwie helfen, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und zwar handelt es sich um eine Pilzkrankheit in Amerika, also in Nordamerika, und die ist vor circa 14 Jahren ausgebrochen. Und die ist charakteristisch durch diesen weißlichen Pilzbelag hier an der Schnauze von den Tieren. Also hier Weißnasensyndrom, man sieht es ja hier, diese weißen Nasen, das ist quasi wie ein Schimmelpilz. Oder hier ganz schlimm, der meistens an der Nase anfängt zu wachsen und der sich dann aber auch über die Flughäute, über die Arme ausbreitet bis hin zu den Füßen. Und am Ende liegen in Amerika eine ganze Menge Tiere tot auf dem Erdboden. Und ja, man hat da eine Weile gerätselt, wie was das ist. Und man hat dann gefunden, dass der Pil das ist ein Pilz quasi, der kommt aus der Familie der Bodenpilze. Gemützes destructans hieß er zuerst. Danach hat man nochmal genetisch geguckt, hier Verwandtschaftsbeziehungen verglichen und hat herausgefunden, dass er jetzt Pseudogymnoascus destructans heißt. Komplizierter Name, aber das ist unser Kandidat. Also ich kürze den mal ab und nenne den PD, falls das mal irgendwo auf einer Folie steht. PD steht für den Pilz. Ja, dann hat man weiter geforscht. Dann ging das weiter. Also hier an dieser roten Kreis, das ist der Bundesstaat New York. Das ist Hoe's Cave in der Nähe von New York. Und dort ist es zum ersten Mal aufgetreten. Also dort hat man zum ersten Mal Fledermäuse tot gefunden. Und das Ganze hat sich dann ausgebreitet über die Jahre, also immer mehr, immer so die Jahre. Also hier sieht man an den Farben die Jahreszahlen, in welchem Jahr es wo aufgetreten ist. Und man sieht eben eindeutig, das ist hier ausgebrochen und es hat sich verbreitet. Und mittlerweile ist es sogar bis in den mittleren Westen vorgedrungen und scheinbar auch hier an der Pazifikküste ist es mittlerweile angekommen. Und dort wird es jetzt sicherlich auch weitergehen. Also es ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Zu den Toten habe ich mal rausgefunden oder rausgesucht. Ich zeige jetzt immer mal ein paar Studien, die Original mit dem Originaltitel und den Autoren.
zwar hat die Frau Frick hier gezeigt, wie massiv diese Populationseinbrüche sind von dem Weißnasensyndrom. Ja, also man sieht hier eigentlich in verschiedenen Höhen, dass die Population die Jahre vor dem Ausbruch, also die Ausbruchphase ist hier WNS, dieses grau hinterlegte, das ist der Zeitpunkt quasi, als das Weißnasensyndrom in dieser Höhle auftrat. Und man sieht eigentlich, dass vorher der Bestand nach oben ging oder auch hier nach oben ging. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Pilz in der Höhle auftritt, sind die Zahlen der Fledermäuse rapide abgegangen. Also das ist dort ganz, ganz schlimm. Das ist eine ökologische Katastrophe. Und es sind mittlerweile mindestens 10 Millionen tote Fledermäuse. Also es sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Das ist wirklich das Minimum, was ich mal so einschätzen würde. Ja, das ist ganz dramatisch. So, was passiert da jetzt eigentlich? Was ist denn eigentlich das Problem? Also der Pilz setzt sich, wie gesagt, auf diese nackten Flughäute und auch auf die Schnauze und auf die Ohren. Und der verursacht sogenannte Läsionen. Das heißt, der Pilz frisst sich regelrecht in die Haut rein. Das kann man hier erkennen, in diesem Querschnitt. Das ist quasi eine Flughaut, quergeschnitten unter dem Mikroskop. Und dort sieht man als Laie vielleicht nicht, ich habe auch eine Weile gebraucht, um das zu erkennen, dass der Pilz sich hier reinfrisst in das Gewebe. Hier sieht man das. Ja, also hier ist die Haut unterbrochen, die obere Epidermis, und hier geht der Pilz richtig rein ins Gewebe. Und diese orangenen Punkte, das ist eine Nachweismethode mit UV-Licht. Also man hält quasi eine UV-Lampe unter die Flughaut von einer Fledermaus, kann dann solche orangenen Punkte erkennen, und das sind die Läsionen. Das nutzt man oft im Feld, zeige ich später auch nochmal. Ja, das ist das Problem. Nun fragt man sich, Fledermäuse gelten ja als sehr resistent gegenüber Krankheitserregern. Ja? Die werden ja häufig als Virenschleudern bezeichnet und Krankheitsüberträger, die selbst nicht krank werden und so. Was ist denn eigentlich dann das Problem? Warum können die Tiere denn so eine einfache Pilzinfektion nicht bekämpfen? Was spielt da eine Rolle? Um das zu verstehen, müssen wir einen kleinen Exkurs machen in die Immunologie zum Winterschlaf. Hier habe ich mal ein Papier rausgesucht, das wurde an Erdhörnchen gemacht. Da wurden die weißen Blutzellen gezählt. Also weiße Blutzellen, diese Leukozyten, das sind ja quasi die Zellen im Blut, die Krankheitserreger bekämpfen können. Ja? Also zum Beispiel Makrophagen oder Lymphozyten oder ja, gibt es ja verschiedene andere noch. Und die greifen, würden quasi den Pilz angreifen und würden den vernichten im Normalzustand. Das Problem ist aber, wenn die Tiere im Winterschlaf gehen, dann sieht man wie hier, nach 24 Stunden Torpor, also Torpor heißt Winterschlaf, ja, die Körpertemperatur quasi auf Höhentemperatur fällt. Das sind in Deutschland so ungefähr 8 bis 10 Grad meistens. Dann sind diese weißen Blutzellen-Levels so weit unten, dass sie gar nicht mehr reagieren können. Also im Winterschlaf ist das Immunsystem heruntergefahren, komplett. Das hat man an verschiedenen anderen Winterschläfern auch gezeigt. Und ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Pilz leichtes Spiel hat. Also der ist ein absoluter Spezialist. Der hat sich auf Winterschläfer spezialisiert, also speziell auf die Fledermäuse. Der kann unter kalten Bedingungen sehr gut wachsen. Das ist auch eine besondere Eigenschaft. Der Pilz wächst optimal so bei 8 bis 10 Grad. Also genau das Klima, wo zum Beispiel auch die großen Mausohren in Europa überwintern oder die kleine braune Fledermaus in Amerika. Ja, hat auch dieses Temperaturoptimum, 8 bis 10 Grad. Und das ist das Optimum des Pilzes. Ab 15 Grad bis 20 Grad wächst er überhaupt nicht mehr. Und wenn es gefroren ist, halt auch nicht. Also das ist ein Kältespezialist, der sich genau auf diesen Temperaturbereich spezialisiert hat. Ja, wichtig ist noch zu wissen, der Winterschlaf. Das muss man sich nicht vorstellen, dass die Fledermäuse jetzt im Herbst einschlafen und die schlafen irgendwie bis zum Frühling durch, sondern die haben Wachphasen. Das haben andere Winterschläfer auch. Das ist hier auch nochmal gezeigt, das ist
Das sind auch diese Erdmännchen, Erdhörnchen. Die haben immer solche, das nennt sich im Englischen Arousal Peaks. Ja, also das ist die Körpertemperatur hier. Im Sommer ist er halt die ganze Zeit normal, wie bei uns Menschen auch. Dann gehen sie im Winterschlaf und dann wachen die zwischendurch immer mal auf. Und die Funktion von diesen Wachphasen ist irgendwie noch nicht so richtig erklärt. Manche sagen, die wachen aus dem Torpor auf, um zu schlafen. Weil der Schlaf unter einer normalen Temperatur hat ganz, ganz viele Funktionen. Da laufen ganz, ganz viele Prozesse in unserem Körper ab. Deswegen schlafen wir ja auch. Deswegen ist Schlaf auch für uns so wichtig. Und diese Prozesse können nicht ablaufen, wenn die Körpertemperatur so niedrig ist. Das heißt, das klingt ein bisschen kurios, aber die scheinen aufzuwachen, um zu schlafen. Das ist eine Theorie. Andere Theorie ist, dass sie aufwachen, um quasi ihr Immunsystem einmal zu boosten. Ja, um einmal hochzufahren und dann richtig nochmal alles durchzuspülen, alle Pathogene loszuwerden. Das ist eine andere Theorie. Und das würde ja bei den Fledermäusen mit den Pilzinfektionen ja eigentlich passen. So, wie sieht das denn aus bei unseren Weißnasenfledermäusen? Da haben wir so ein ähnliches Diagramm. Jetzt bei denen, die nicht infiziert sind, das ist das hier. Also achten Sie auf den roten Punkt. Ja, also so sieht das quasi normal aus bei den amerikanischen Fledermäusen, wenn sie nicht befallen sind. Und hier untere Grafik, das ist eine Grafik von einem befallenen Tier. Und was man hier sieht ist, je stärker, also der Pilz wächst und je stärker die Fledermaus befallen ist, desto kürzer werden diese Intervalle. Also die wachsen erstens die wachen erstens häufiger auf als nicht Infizierte. Des Zweitens werden diese Abstände immer kürzer, bis sie dann sterben. Das ist ja der Todeszeitpunkt. Und das ist passiert eben, weil die Fledermäuse ihre Energiereserven verlieren. Also das ist der Hauptgrund, warum es so viele Tote gibt in Amerika. Die powern sich einfach aus durch dieses häufige Aufwachen. Also Fledermäuse sind im Winterschlaf empfindlich, was das Aufwachen betrifft. Wenn die so oft aufwachen, dann ist das für die energetisch katastrophal. Deswegen müssen die immer eine gute Strategie fahren, um über Winter zu kommen, immer mit ihrem Fettspeicher quasi haushalten. Und eine Immunreaktion ist zum Beispiel auch total kostenintensiv. Also wenn man sein Immunsystem richtig hochfährt, das verzehrt ganz viele Fettreserven. Das ist das, was bei den amerikanischen Fledermäusen eigentlich passiert. Die wachen auf und nicht nur das Aufwachen, sondern auch diese Immunreaktionen, die sie dann auslösen, die verbrauchen ihren Fettspeicher dabei. Also um zusammenzufassen, Todesursachen jetzt bei amerikanischen Fledermäusen ist, wir haben tiefgreifende Verletzungen der Hautschichten, wir haben massive Störungen der Hautfunktion. Also Haut hat ja auch viele Funktionen wie Atmung oder Wasserhaushalt, was im Winterschlaf wichtig ist. Dann haben wir gesagt, die Immunfunktionen sind halt im Winterschlaf unterreguliert. Das ist das große Problem. Und in den Aufwachphasen haben wir so eine unangepasste, so eine unregulierte Reaktion. Also so eine richtige, wie so eine Art, ich würde das Überreaktion sogar nennen. Ja. Und das führt letzten Endes zum vorzeitigen Verbrauch der Energiereserven und schlussendlich zum Tod. Jetzt fragen Sie sich sicher, was in Europa los ist. Haben wir das hier auch? Und da hatte ich ja schon eingangs erwähnt, dass mich das schon seit vielen Jahren beschäftigt, seit 2010. Ich war damals hier mit dem Bernd Ohrendorf unterwegs, der mich damals zum ersten Mal mitgenommen hat zum Fledermäusen und auch im Winterquartiere. Und dort haben wir eben diese Weißnasen schon gesehen. Und wir haben später in seinen Daten geguckt und haben halt festgestellt, das sind zum Beispiel die Ringnummern hier. Ja? Also A, die Nummer 1, das ist immer eine Fledermaus. Und diese Individuen hier, die wurden halt an so verschiedenen Zeitpunkten wiedergefunden. Und zwar immer einmal mit und einmal ohne Pilz. Also manchmal hatten sie einen Pilz, manchmal halt nicht. Im nächsten Jahr hatten sie wieder welchen, dann hatten sie ihn wieder nicht. Also das sieht man ja an den verschiedenen Individuen. Und das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Tiere das schon überleben, also die Pilzkrankheit.
Und wir haben dann auch im Frühling vor den Höhen ein paar Tiere abgefangen. Und man sieht, dass die halt aufwachen. Die putzen sich den Pilz runter, fliegen raus und dann scheint es gut zu sein. Also irgendwas machen die viel, viel besser als die Amerikaner. Dann gab es weitere Untersuchungen in Europa. Der Kollege Bischmell hat dann auch schon 2011 ganz viel untersucht in ganz Europa, hat mal geguckt, wie weit ist denn das überhaupt verbreitet und hat eben gesehen, ja, das scheint ja überall in ganz Europa zu sein. Ja, und so ist man drauf gekommen, dass der Pilz wahrscheinlich nach Amerika verschleppt wurde. Also von Europa, von einer Höhle in Europa in die Höhle nach Amerika, das ist im Moment die plausibelste Erklärung. Das könnte durch Touristen passiert sein. Also, weil diese Howe's Cave in New York, das ist eine Touristenhöhle und diese Sporen von dem Pilz, also diese Conidien, die können ganz leicht an Schuhen oder irgendwo transportiert werden. Also es ist gut möglich, dass jemand seine Schuhe nicht gewaschen hat, ist ins Flugzeug gestiegen, in Amerika ausgestiegen, in die nächste Höhle rein und hat so dort das ausgelöst. Das wäre eine plausible Erklärung. Genau weiß man es nicht. Ja, jedenfalls gab es hier auch Untersuchungen in den Flughäuten und hatte die Gudrun Wibbelt vom IZW festgestellt, 2013 war die Studie, dass scheinbar der Pilz hier nur so oberflächlich eindringt, also gar nicht so tief wie bei den amerikanischen Tieren. Andere Kollegen aus Tschechien haben jedoch festgestellt, dass er schon ganz tief eindringt. Also man sieht hier, dass wäre quasi das Äquivalent von hier oben. Es nennt sich Cupping Erosion. Also das scheint hier nur hier oben einzudringen. Und hier unten sieht man so einen Ausbruch aus dieser Grenze in dem Bereich hier. Und das ist eben der Bereich, wo der Pilz richtig tief in der Haut drin ist. Also es gibt in Europa auch richtig tiefe Verletzungen von dem Pilz. Dann hatten die Kollegen weiter geforscht, genetisch. Wie ist es denn, genetisch zu vergleichen, den Pilz zwischen Europa und Amerika? Und hier hat man gesehen, zum Beispiel die verschiedenen Farben von den Punkten. Das sind verschiedene Stämme quasi, also verschiedene Ableger. Man sieht das hier. Ja. Dann hat man das mit dem amerikanischen Pilz verglichen. Hier steht USA, Kanada in Fett. Und der ist alle hier in dieser Haplogruppe 1. Also der hat quasi eine viel geringere Diversität als die anderen Pilzsporen. Ich versuche das mal schematisch zu zeigen. Also in Europa hat man quasi viele verschiedene Abzweige genetisch. Ja? Das bedeutet, der Pilz muss schon ganz lange Zeit hier sein, wo die Evolution greift und wo sich eben verschiedene Stämme abspalten können. Während in Amerika hier nur eine ganz geringe Diversität ist. Das heißt, er muss eigentlich von hier nach hier verschleppt werden und es ist ein eindeutiges Zeichen, dass er noch nicht lange auf diesem Kontinent ist. Und jetzt ist bloß die Frage, von woher kommt er? Und da ist im Moment noch der Sébastien Pichemel in Frankreich dran und versucht das rauszufinden, aus welchem Land er tatsächlich stammt und ob das wirklich auf eine Quelle zurückzuführen ist. Ja, das werden wir sehen. Wir hatten dann nochmal richtig intensiv geguckt. Wir haben in ganz Europa rumgefragt bei Fachkollegen, also bei ganz vielen Fledermausschützern und haben nach Todfunden explizit gefragt und uns Daten schicken lassen. Und wir haben also überhaupt keinen Hinweis gefunden, dass in irgendeiner Form der Pilzbefall in Europa mit Mortalität zu tun hat. Also in Europa sterben keine Fledermäuse an dem Pilz. Also das ist absolut krass eigentlich, ja. In Amerika ist es so katastrophal. In Europa scheint es nichts zu geben. Und da fragt man sich, warum? Warum ist das so? Haben die eine Immunreaktion? Und das ist quasi das Thema meiner Doktorarbeit gewesen oder ist es immer noch? Und deswegen habe ich mir die großen Mausohren näher angeguckt. Die große Mausohr ist in Europa quasi die Fledermausart, die am häufigsten befallen wird von dem Pilz. Und deswegen ist uns im Und die ist eine ziemlich große Art, also sie ist robust, mit der kann man gut arbeiten. Und ja, wir haben die genommen und haben da verschiedene Untersuchungen gemacht. Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen immunologisch. Es
Geht auch leider nicht ohne, weil ich es sonst nicht gut erklären kann. Also wir haben als erstes ein Experiment gemacht im Labor und haben den Mausohren quasi totes Pilzmaterial unter die Haut gespritzt. Das klingt erstmal fies, aber es ist nur ein Tropfen gewesen und es ist auch tot, also sie sind nicht wirklich infiziert gewesen. Es nennt sich Zymosan. Das ist so ein Standardmittel, was man für solche Versuche verwendet. Die Tiere sterben dabei nicht, denen passiert nichts. Die bauen das bloß ab. Und das Ganze dient dazu nur, um quasi eine Immunreaktion auszulösen. Wird quasi eine Krankheit, eine Pilzkrankheit vorgetäuscht. Das war das Ziel. Also wir wollten nur versuchen, eine Pilzkrankheit vorzutäuschen, um zu sehen, wie die reagieren. Und die haben auch alle überlebt. Also die habe ich alle wieder freigelassen. Und was wir herausgefunden haben, ist sehr spannend und wichtig. Wir haben uns zum Beispiel die ganzen weißen Blutzellen angeguckt. Also wir wollten wissen, was passiert denn nun mit den weißen Blutzellen? Also wir haben die quasi beprobt, haben Blutprobe genommen, als sie wach waren, also in den Wachphasen. Wir wollten herausfinden, ob in den Wachphasen jetzt was passiert im Immunsystem. Wie reagieren die? Na? Auf den Pilz, auf allgemeine Pilzreaktion. Da haben wir gesehen, dass die ganzen weißen Blutzellen hier, ja, die reagieren eigentlich gar nicht und auch nicht sogenannte oxidative Stressmarker reagieren nicht, da komme ich später nochmal dazu, und auch nicht andere Immunparameter wie Tumornekrosisfaktor oder Interleukine, die haben alle nicht reagiert, aber ein Protein namens Haptoglobin. Und das ist sehr interessant, weil dieses Haptoglobin ist eigentlich relativ billig herzustellen. Das heißt, es macht total Sinn, das im Winterschlaf zu produzieren, weil es viel billiger herzustellen ist als weiße Blutzellen. Also die scheinen sich angepasst zu haben, um im Winterschlaf dieses Haptoglobin zu produzieren. Und das kann Pilz quasi ein. Also Pilzwachstum hemmen und auch Bakterien bekämpfen zum Beispiel. Das scheint also ganz wichtig zu sein im Zusammenhang. Und wir haben dann noch weitergemacht, haben dann quasi in der Wildnis Tiere beprobt, die also tatsächlich befallen waren. Vorher haben wir ja dieses Zymosan genommen. Jetzt haben wir Tiere beprobt, die wirklich mit White Nose befallen waren. Die haben hier so einen Temperaturlogger auf den Rücken gekriegt. Klein, um eben zu sehen, wie die Wachphasen sind. Also über den Temperaturlogger kann man ja sehen, wann ein Tier schläft, wann es quasi kalt ist, schläft und wann es munter wird. Ja, also wann es aufwacht aus dem Winterschlaf. Das war das Ziel. Dann haben wir eben auch den Pilzbefall gemessen und auch diese Läsionen gezählt. Das sieht man hier wieder, diese kleinen orangen Punkte. Das sind die Läsionen, also die Verletzungen in der Haut. Ja, und das haben wir dann verglichen. Und da haben wir so einen White-Nose-Score gemacht. Also das ist jetzt nur wichtig, um nachfolgende Folien zu verstehen. Da haben wir eingeteilt in asymptomatische Fledermäuse, also Fledermäuse, die keine Symptome hatten. Also so hier, ja, kein Pilz dran. Dann haben wir so mild befallene Fledermäuse, also Fledermäuse, die zwar den Pilz auf der Haut hatten, aber keine Läsionen, also wo der Pilz quasi nur oberflächlich gewachsen ist, aber noch nicht in die Haut eingedrungen ist. Und dann haben wir schwer befallene Tiere, wie unten im Bild, das was so dramatisch richtig voll mit Pilz war, die haben auch immer Läsionen. Das ist quasi unsere Einteilung, asymptomatisch, mild und schwer. So, und dann haben wir wieder gemessen und da haben wir hier so sogenannte Immungenexpressionen gemessen. Das heißt, das sind Gene, die zeigen, ob ein Immunsystem in Gang gesetzt wird. Und da haben wir gesehen, dass verglichen zwischen asymptomatisch, mild und schwer, dass hier was stattfindet. Also es scheint hier eine Immunreaktion irgendwie in Gang gesetzt zu werden, je schwerer die Tiere befallen sind. Ja? Genau, und das Ganze war im Torpor, also nicht während der Wachphasen. Also wir haben die Tiere quasi im Torpor beprobt. Wir wollten gucken,
was passiert denn wirklich jetzt richtig im Winterschlaf? Nicht während der Wachphase, sondern was passiert im Winterschlaf? Und das ist erstaunlich, dass hier trotz, dass das Immunsystem komplett runtergefahren ist, hier was passiert. Also sie sind nicht, also es scheint wirklich direkt im Torpor Immunreaktionen zu geben. Das hat, glaube ich, noch keiner bis jetzt gezeigt. Das ist wirklich toll. Also ein tolles Ergebnis aus wissenschaftlicher Sicht. Ne? Und dann haben wir wieder Haptoglobin gemessen. Ja? Das ist dieses Protein, was wir ja schon mal gezeigt hatten, dass es wichtig zu sein scheint. Komischerweise scheint es aber abzunehmen. Also je schwerer infiziert, desto weniger Haptoglobin. Das fand ich wirklich sehr seltsam. Das konnte ich mir erst so nicht richtig erklären, bis ich irgendwann mal nachts darüber nachgedacht habe, im Schlaf fast, und mir eingefallen ist, das ist wahrscheinlich im Verbrauch. Also eigentlich würde mir davon ausgehen, man hat irgendwie ein Level, also im Normalzustand, ja, wenn man warm ist, also so wie wir, man hat ein Level X und dann ist eine Infektion und dann gehen meine Immunparameter hoch. So müsste es ja normalerweise sein. Und hier ist es so, die Immunparameter gehen runter. Das ist aber komisch. Aber es liegt daran, dass die Fledermäuse im Winterschlaf sind und eben nichts produzieren können, sondern sie nehmen quasi das, was sie hier haben, dieses Baseline-Level. Ich habe das Baseline-Level genannt. Ne? Sie verbrauchen ihr Baseline-Level bis zur nächsten Wachphase und dann füllen sie das wieder auf. Das ist die Strategie, um mit wenig Aufwand, mit wenig Energie da zumindest gegen den Pilz ankämpfen zu können. Das gleiche Muster haben wir auch bei sogenannten oxidativen Stressmarkern gesehen. Also oxidativer Stress, das ist quasi ein Ungleichgewicht zwischen Oxidantien und Antioxidantien. Und das hat auch mit Immunologie zu tun, weil die U-Zellen, die schütten Oxidantien aus, um quasi zum Beispiel Bakterien oder Pilze zu bekämpfen. Also diese Oxidantien sind giftig für Bakterien oder Pilze, also auch für unseren Pilz. Die beschießen die quasi mit diesen Radikalen. Und das muss aber, diese Oxidantien müssen ausgeglichen werden durch diese Antioxidantien, weil sonst schädigt man sich selber. Ja, also es ist immer wichtig, eine Balance zu haben zwischen Oxidantien und Antioxidantien. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das gleiche Muster gesehen. Es gibt hier einen Verbrauch von diesen Substanzen, was irgendwie auch die Ergebnisse vom Haptoglobin bestätigt. Wir haben einen Verbrauch und das ist irgendwie faszinierend. Hat noch keiner vorher gesehen. Dann haben wir uns angeschaut, diese Wachphasen, wollten halt gucken, ob das ähnlich ist wie bei amerikanischen. Weil dort haben wir ja gesagt, die Fledermäuse, die befallen sind mit dem Pilz, die wachen häufiger auf als die, die nicht befallen sind. Jetzt haben wir unsere Mausuhr angeguckt und da haben wir seltsamerweise ein umgekehrtes Bild gesehen. Also ist auch wieder ganz komisch. Wir haben wenige Arousals, also wenige Wachphasen bei stark infizierten Tieren hier oben. Und bei den Tieren, die weniger befallen waren, die waren häufiger aufgewacht. Also, ja, die einfache Erklärung ist, weil die Tiere sich in den Wachphasen das runterputzen und dann einfach wieder einschlafen und haben das erstmal quasi abgeputzt und können dann weiter schlafen. Währenddessen die hier, die ganz lange schlafen, die lassen dem Pilz genug Zeit, um zu wachsen. Ja, da fragt man sich, wie kommt das? Warum ist das so? Da haben wir gesehen, dass es was mit dem Körpergewicht zu tun hat. Also je mehr Körperfett eine Fledermaus hat, desto häufiger kann sie sich leisten, im Winterschlaf aufzuwachen. Das scheint der Schlüssel dahinter zu sein. Die Tiere, die schwach sind, also die zu wenig Fett haben, die können nicht oft aufwachen und da hat der Pilz richtig lange Zeit, um sich zu entwickeln. Deswegen ist dieses Körperfett ungemein wichtig für die Gesundheit der Fledermäuse im Winterschlaf. Ja, und das haben wir auch hier gesehen. Je häufiger die aufgewacht sind, desto weniger Läsionen. Ja, also Tiere, die,
die hier kein einziges Mal aufgewacht sind in den 3-4 Wochen, die wir sie beobachtet haben. Die waren voller Läsionen, also richtig ganz schlimm Hautverletzungen. Währenddessen die Tiere, die häufiger aufgewacht sind, die hatten nichts. Also die waren frei von Pilz. Ja. Deswegen ist ungemein wichtig, dass Fledermäuse im Herbst gut fressen, also einen guten Fettspeicher haben. Das scheint wirklich auch für Gesundheit sehr wichtig zu sein. Ja. Zusammenfassend, wir haben tatsächlich Entzündungsprozesse in infizierten Tieren und auch leider Läsionen, ähnlich wie in Amerika. Aber wir haben ein effektiveres Energieregime bei den europäischen Fledermäusen. Und sie nutzen Haptoglobin als effektives und als energetisch günstiges Protein, was sie im Winterschlaf nutzen. Besser als diese weißen Blutzellen. Die lassen sie scheinbar außen vor. Bei den amerikanischen hat man gesehen, dass die ganz, ganz viele verschiedene Immunparameter hochschießen. Also wenn die wach werden, die regulieren alles Mögliche hoch, um den Pilz irgendwie loszuwerden, zu bekämpfen. Das ist richtig wie so eine Panik, ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall, das Immunsystem powert dort richtig los bei den amerikanischen. Und unsere europäischen, die bleiben da relativ cool mit dieser Infektion. Das ist das Geheimnis dahinter. Das hat was mit Evolution zu tun. Ja, weil der Pilz ja schon lange in Europa ist. So, wir haben kein verändertes Aufwachverhalten. Also wir konnten nicht messen, dass die jetzt häufiger aufwachen. Das konnte man eindeutig zeigen. Und den Rest hatte ich schon erklärt. Genau, die Aufwachen putzen sich das runter, füllen wahrscheinlich Haptoglobin auf und kommen so gut über den Winter. Und die eigentliche, also die richtige immunologische Reaktion, wo der Pilz komplett geklärt wird und wo alles verheilt wird, das ist dann im Frühjahr. Also die europäischen Fledermäuse, die regeln nur so viel, dass es keine schlimmen Schäden hat und halten das aus bis zum Frühjahr mit ein paar Aufwachphasen, um das ein bisschen zu regulieren. Und im Frühjahr dann, wenn die richtig munter werden, dann fangen die an und dann heilen die Flughäute wieder zu. Das habe ich auch schon gesehen. Also die Läsionen, die man mit dem UV-Licht erkennen konnte, die werden dann nicht mehr orange, sondern sind dann so weißlich. Das zeigt, dass das Gewebe dann zuwächst. Und so verheilt es dann wieder. Und dann ist mir noch was eingefallen. Ich habe auch bis jetzt kein Paper darüber, also keine wissenschaftliche Studie darüber gefunden. Es wird irgendwo am Rande mal erwähnt. Aber in Zeiten von Corona ist mir das nochmal besonders aufgefallen. Man sieht in Amerika immer diese großen Cluster. Also Cluster sind quasi Gruppen, die ganz eng zusammenhängen. Ja, wie hier, hier oder hier. Und die stecken sich natürlich unheimlich untereinander an. Das ist in Europa anders. Die meisten europäischen Fledermausarten hängen allein. Also hier habe ich verschiedene Arten. Das sind die großen Mausohren, die hängen zusammen. Hier sieht man, dass einer die andere ansteckt. Ja, das kann man eigentlich gut erkennen. Die ist hier schon, hängt schon länger. Die anderen haben sich dazugehangen und das fängt hier auf den Flughäuten schon an, wächst auch. Also die stecken sich schon an, wenn die so clustern. Und die anderen Fledermäuse, wie hier eine Wasserfledermaus, hier eine Mopsfledermaus, hier ist glaube ich noch ein Mausohr, hier ist eine Fransenfledermaus, und hier ist eine Nordfledermaus, die schlafen in der Regel alle allein. Also die machen Social Distancing, wenn man so will. Und das wird auch als Anpassung eben an die Weißnasenkrankheit vermutet. Ja, dann müsste man sich vielleicht fragen, ja, was kann man denn da jetzt machen in Amerika? Wie kann man denen dann helfen? Gibt es da Behandlungsmethoden oder Medikamente? Da hat man jetzt einige Studien rausgebracht und da gibt es immer großartige Artikel in der Zeitung. Sie haben Fungizide in die Höhen gebracht. Das ist allerdings ziemlich schief gegangen, weil Fledermäuse davon auch gestorben sind. Dann hat man UV-Licht entdeckt, das Pilz abtötet. Also UV-Licht wird ja im Labor zum Beispiel auch benutzt, um Sachen zu sterilisieren. Das ist
Das war für mich irgendwie überhaupt nicht überraschend, dass der Pilz davon stirbt. Die Frage ist aber, wie mache ich das in der Praxis? Ich kann ja nicht eine Höhle mit UV-Licht ausstrahlen die ganze Zeit und schon gar nicht auf dem ganzen Kontinent in Zehntausenden von Höhen. Also die praktische Anwendung ist für mich da völlig außen vor. Und das Gleiche gilt für Orangenöl. Also Orangenöl hat auch Wirkungen gegen Pilze und oder dann hat man mit Bakterien experimentiert. Das habe ich auch selber gemacht in meiner Bachelorarbeit. Es gibt Bakterien, die stellen Fungizide her quasi. Also die haben Antifungizidwirkung. Und die könnte man theoretisch, wenn sie nicht schädlich für die Fledermaus ist, auch einsetzen, um den Pilz zu bekämpfen. Aber ehrlich gesagt, ich will es gar nicht weiter ausführen, weil für mich scheitert die ganze Sache an der Praxis. Also das kann man vielleicht machen, wenn man Pflegetiere hat, kann man da vielleicht damit arbeiten. Aber man kann nicht auf dem ganzen Kontinent jede Höhle aufsuchen und jede Fledermaus finden und die dann irgendwie behandeln. Das ist unmöglich. Deswegen denke ich, das ist alles irgendwie nicht wirklich praktikabel. 2%, ich weiß es nicht genau, der Tiere, die es überleben, die haben irgendwelche Anpassungen, die es ihnen ermöglicht, diese Pilzinfektion zu überstehen. Und die bauen dann neue Populationen auf, resistente Populationen. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, die Amerikaner haben. Also mit irgendwelchen Mitteln, da bin ich sehr skeptisch. Und ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, weil eine Fledermaus, die einmal behandelt wurde und wieder freigelassen wird, die kann ja im nächsten Jahr genauso versterben an der Pilzkrankheit. Also da bin ich wirklich skeptisch. Ich denke, das wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das der Natur zu überlassen, diese Krankheit zu überstehen. Ja. Und dann habe ich mal überlegt, was kann man denn eigentlich jetzt davon lernen aus dieser ganzen Geschichte? Also zum einen denke ich, dass insgesamt die Immunologie der Fledermäuse sehr interessant ist, sehr wichtig ist, auch im Zusammenhang mit Viren zum Beispiel. Es gibt ja da verschiedenste Sachen, die man herausfinden kann und die Fledermäuse sind wirklich speziell, was die Immunologie betrifft. Und jetzt zum Winterschlaf. Da dachte ich, vielleicht könnte das mal helfen, um Koma-Patienten irgendwie weiterzuhelfen. Also Koma ist ja eigentlich auch, das ist vielleicht nicht vergleichbar mit dem Torpor, aber es ist ja auch ein Zustand, wo die Immunreaktionen nicht so gut funktionieren. Und vielleicht kann man von der Winterschlafimmunologie da was draus ziehen irgendwann. Aber da ist, glaube ich, noch echt Spielraum. Ja, dann habe ich noch geschrieben, Social Distancing, das ist auch keine Erfindung, die jetzt durch Corona plötzlich kommt, sondern das macht die Natur auch. Das haben die Fledermäuse auch gelernt, sich anders zu verhalten, um sich nicht gegenseitig anzustecken. Und ich glaube einfach, dass man, wenn man die Tiere erforscht, ich muss jetzt nicht bloß Fledermäuse sein, es können auch andere Tiere sein, da kann man unheimlich viel davon lernen. Also das ist wirklich immer, immer interessant. Dann habe ich noch eine Botschaft auf Urlaubsreisen. Sollte man darauf achten, dass man nichts verschleppt. Also man sollte auf Sauberkeit achten. Seine Schuhe, seine Sachen am besten immer, bevor man irgendwo hinfliegt oder hinreist, waschen. Auch die Schuhe desinfizieren oder so, weil man ansonsten alle möglichen Keime verschleppt. Und das Weißnasensyndrom ist nur ein Beispiel. Das gleiche ist mit dem Amphibienpilz. Der wird verschleppt. Es gab da gibt es alles Mögliche, was schon verschleppt wurde, auf kreuz und quer. Das ist im Zuge von der Globalisierung ein großes Problem. Also vielleicht kann man da dran arbeiten, das mehr publik zu machen, dass die Leute mehr auf Sauberkeit achten während ihren Reisetätigkeiten. Ja, und generell möchte ich noch anmahnen, Artenschutz. Artenschutz ist so wichtig, weil nicht nur um die Art zu erhalten, irgendwo eine Restpopulation, sondern man braucht auch große Populationen. Man braucht genügend große Populationen, um solche Katastrophen abzupuffern. Weil in einer großen Population hat man einen großen genetischen Pool. Dass man jetzt zum Beispiel bei den Amerikanischen diese 5%,
die da jetzt vielleicht übrig bleiben und die Weißnasenkrankheit überstehen, das ist nur möglich, wenn man auch möglichst eine große Diversität hat an Individuen, also eine große genetische Vielfalt, um eben sowas dabei zu haben, also solche Individuen, die sowas auch überstehen. Und auch um solche herben Ereignisse abzupuffern. Also eine kleine Population, die habe ich natürlich ruckzuck ausgerottet. Aber eine große Population ist wesentlich schwieriger. Artenschutz ist wichtig, absolut. Ja, und damit hatte ich noch ein paar Leute, die mich während meiner Doktorzeit unterstützt haben. Bei denen bedanke ich mich natürlich. Und auch die ganz vielen Kollegen, die ich habe mittlerweile in ganz Europa, die immer uns mit Proben und auch mit Daten versorgen. Also es ist toll, in so einer Community zu arbeiten.